Es ist perfekt, bis der Freund um etwas zu essen bittet. Hier ist ihre Antwort. Wow, nicht jedes Mädchen ist gleich. Ich wünschte, ich wäre mit Maleficent zusammen. Du polierst ihre Hörner, sie poliert ihre Nägel. Perfekt. Aber mal ehrlich, manchmal erinnert sich die dunkle Fee daran, etwas Hausarbeit zu erledigen. Und sie macht sogar die Wäsche. Oh, warte! Hier, halt das mal! Hoppla! Tyler ist nicht gut im Zielen. Tja, da hast du es. Du hast sie wütend gemacht. Jetzt wirst du ein Stierkämpfer sein müssen. Gut, dass du ein rotes Tuch hast. Aber es ist besser zu rennen. Oh Junge, ich glaube, sie ist wirklich wütend. Sie wird dich fangen und bestrafen. Aber ihre Hörner machen ihren Plan zunichte. Aber der Täter wird nicht weit kommen. Alles, was er tun kann, ist, um Gnade zu betteln. Aber ich glaube nicht, dass es helfen wird. Nein, über Maleficent zu fantasieren ist eine schlechte Idee. Aber selbst mit meiner richtigen Freundin geht sie keine Kompromisse ein. Alles, was noch bleibt, ist zu träumen. Vom süßen Schneewittchen. Du wirst dir einen Job suchen müssen. Als Prinz natürlich, nicht als Zwerg. Aber es ist immer noch nicht gut genug. Das Zimmer ist ein Chaos. Aber Schneewittchen kümmert sich nicht so sehr darum. Äpfel kauen und telefonieren ist alles, was sie tun will. Ganz ehrlich, warum sich die Mühe machen, wenn man einen Reinigungsservice anrufen kann? Schneewittchen öffnet ein Fenster und ruft die Zwerge um Hilfe. Ihre kleinen Freunde kommen in Sekunden schneller an. Diese Typen können das größte Chaos in kürzester Zeit beseitigen. Genau wie Disney es ihnen beigebracht hat. Ist das nicht erstaunlich? Was für süße Bilder. Bis auf dieses hier. Wie kann ich das ungesehen machen? Aber es gibt auch eine Aufgabe für den Prinzen, einen neuen Vorhang aufzuhängen. So ist es viel gemütlicher. Hoppla, noch ein Versuch. In Ordnung. Aber dieser Stoff ist zu schön, um ein Vorhang zu sein. Eins, zwei, drei, hier kommt ein neues Kleid. Und? Wer ist die Schönste im ganzen Land? Oh nein, ist das nicht unser neuer Vorhang? Sie will dem Prinzen ein köstliches Abendessen machen. Aber macht euch keine Hoffnungen auf ein herzhaftes Essen. Äpfel, Äpfel und wieder Äpfel. Soweit das Auge reicht. Es ist eine gute Diät, so fantasievoll. Ach ja, und ein Getränk. Apfelpunsch natürlich. Zeit, in die harte Realität zurückzukehren. Liebling, gib mir eine Massage, mein Rücken tut weh. Wie kannst du Nein zu deiner Freundin sagen? Und während du ihr den Rücken massierst, kannst du träumen. Über Catwoman. Auf der Couch liegend, schnurrend. Willst du spielen? Katz und Maus. Ihre Instinkte übernehmen die Macht. Aber nichts macht mehr Spaß als ein Laserpointer. Katzen lieben diese Dinge. Es macht so viel Spaß. In Ordnung, genug Spiele. Es ist Zeit aufzuräumen. Miau, so aufregend. Wow, das ist eine sehr vorhersehbare Reaktion. Gewöhn dich daran, Mann. Sie ist eine Katze. Aber wenn es ums Baden geht, wirst du dir wünschen, du wärst Batman.
Nur echte Superhelden können eine Katze in die Badewanne kriegen. Meine Füße nass machen? Auf keinen Fall! Hey, warum schubst du mich? Tut mir leid, Schatz, ich habe geträumt. Tyler versucht, eine Essenslieferung zu bestellen. Aber auch damit scheint es ein Problem zu geben. Gib mir einen Stift. Wir müssen die Bestellnummer aufschreiben. Sei still, stör mich nicht. Nicht auflegen. Na gut. Das passiert immer. Es ist nur ein Interessenskonflikt. Wenn ich Daenerys aus Game of Thrones treffen würde, wäre mein Leben ganz anders. Wow, was für eine Frau. Mit ihr wirst du nie hungrig werden. Ein Ei? Ja, das ist nett. Aber wann werden wir essen? Warte einfach darauf, dass sie es aus der Mikrowelle holt. Ein kleiner Drache? Er ist so süß, nicht wahr? Oh, ich hoffe, er wird kein Feuer spucken. Familienzuwachs ist toll. Aber Mutter der Drachen, essen wir heute zu Mittag? Sieht so aus, als ob die junge Mutter sich nicht ums Essen kümmert. Du wirst für dich selbst kochen müssen. Wo ist mein Baby? Du hast ihn doch nicht zu einem Salat gemacht, oder? Die Suche nach dem Drachen funktioniert noch nicht. Oh, da ist er. Er versteckt sich in den Blättern. Tyler, es ist dein Glückstag. Ich wollte dir irgendwie den Kopf abhacken. Aber mächtige Frauen können auch angenehme Überraschungen machen. Oh, wie schön. Danke, meine Liebe. Ein Geschenk? Für mich? Was hat das mit dir zu tun? Eigentlich ist es Drogons Geburtstag. Wirklich? Ein Kuchen, Luftballons und Musik, alles für die kleine grüne Echse? Wünsch dir was, Baby. Wow, das ist eine Menge Spaß. Hör mit deinen Tagträumen auf. Wir haben keinen Kaffee mehr. Gieß mir noch eine Tasse ein. Wie kannst du eine Mahlzeit machen, wenn du nicht einmal weißt, wo das Salz ist? Oh, da ist meine Freundin. Hey, wo ist unser... Oh, warte mal. Aber ein hungriger Mann ist ein wütender Mann. Nicht vergessen. Okay, lass uns ausatmen. Und lass dich nicht von deinen Träumen in eine andere schöne Welt entführen. Wo du Cäsar bist und sie ist Kleopatra. Muss der große Feldherr selbst durch die Küchenschränke gehen, um Instant-Nudeln zu finden? Was ist das für ein Durcheinander? Hier ist nichts als Milch drin. Na gut. Ach, da ist ja meine Cleo. Eigentlich ist es kein Essen, es ist ein verjüngendes Tonikum. Das ist ein Schönheitshack aus dem alten Ägypten. Okay, mal sehen, was noch in dem Korb ist. Saure Sahne. Hey, lass es liegen. Das ist meine Lotion. Oh nein, meine Augen. Was machst du da, Frau? Nun, kann ich wenigstens diesen Joghurt essen? Nein, nein, die Probiotika sind sehr gut für meine Haut. Okay, ist der Reis nur Reis? Oder ist er eine Zutat für Reispulver? Überall, wohin du schaust, nichts als Schönheitsprodukte. Kleopatra ist an ein luxuriöses Leben gewöhnt. Dienerinnen mit Fächern, frisches Obst. Fantastischer Service. Natürlich muss man für alles bezahlen. Tyler geht die Geduld aus. Ich bin hungrig. Wo sind meine Eier? Oh, ich bin müde. Bestell dir eine Pizza. Hier ist etwas Geld. Danke, große Kaiserin. Eine Massage? Sehr gerne. Bingo! Und jetzt serviert der Kleopatra selbst und ist bereit, alles zu tun. Sogar ihre Lieblingsschlange kennenzulernen. Während Cäsar das Bewusstsein wieder erlangt, ist Kleopatra im Milchbad. Mit Rosenblättern. Diese Frau weiß eine Menge über Spa-Behandlungen. Es ist eine Milchparty und ich war gerade dabei, Kakao zu machen. Du hast doch nichts dagegen, oder Schatz? Wovon träumst du? Bitteschön,
Ich dachte, du suchst nach Salz. Ja, ich danke dir. Wow, sie sind so synchron. Du kannst meditieren, wenn du die Fische ansiehst. Oder Fernsehen schauen. Wow, plötzlich. Kleine Meerjungfrau, bist du das? Du hättest vorsichtiger mit dem Aquarium sein sollen. Oh, es sind immer noch die gleichen Probleme. Lass es ist mein Lieblingscartoon. Nichts Neues. Das ist so traurig. Sogar sein Kissen wird ihm weggenommen. Oh ja, es ist Ariels Solokonzert. Sie lebt in einer Welt unter dem Meer. Das ist alles, was ihr wichtig ist. In Ordnung, ich habe es satt. Ich gehe aus. Hey, warte, was ist mit mir? Es ist nicht sehr bequem, sich mit einem Schwanz statt mit Beinen zu bewegen. Außerdem braucht sie zu lange, um sich fertig zu machen. Gibst du mir bitte meine Handtasche? Die Chance, einer Meerjungfrau einen Streich zu spielen, kommt nicht sehr oft. Und jetzt, komm her! Nun, es gibt keine andere Möglichkeit, mit ihr auszugehen. Sushi, endlich etwas Normales zu essen. Oh, was hast du denn da? Schöne Lockenwickler. Es ist gut, dass das Haus Gabeln hat. Es ist keine Gabel, es ist ein Kamm. Aber warte, hier kommt der beste Teil. Isst du Fisch? Mörder! Ich hoffe, es war nicht Flunder. Wow, Sharky, kannst du dir vorstellen, mit was für einem Monster wir leben? Du musst Veganer werden. Also sie ist weg. Was soll ich jetzt tun? Es ist langweilig. Was wäre, wenn ich Cruella de Vil getroffen habe? Sie ist wirklich grausam. Rauchen nützt niemandem etwas. Überall ist Rauch, man kann nicht atmen. Aber es ist einfacher für sie, mit ihrem Freund Schluss zu machen, als mit ihrer stinkenden Zigarre. Und Tyler hat eine interessante Rolle zu spielen. Ein Model zu sein für einen gefleckten Mantel. Nun, wie lange muss ich hier so stehen? Jetzt reicht's, das ist genug. Ich bin hier raus. Ich brauche sofort einen Pelzmantel. Oh, hallo Hündchen. Was für eine tolle Farbe. Komm her, komm her. Lauf, Baby, lauf. So ein Mist. Das Hündchen ist in guten Händen. Hast du den Verstand verloren? Ich rufe den Tierschutz an. Oh, die Realität kann schmerzhaft sein. Bist du wieder in den Wolken? Wer kommt schneller auf die Toilette? Es ist eine gute Sache, dass Tyler etwas hat, wovon er träumen kann. Zum Beispiel, du gehst ins Badezimmer. Niemand stört dich. Du kannst dir in Ruhe die Zähne putzen. Und ganz plötzlich... Deine Freundin taucht auf. Fiona aus Shrek. Er ist so überrascht, dass er sogar in Ohnmacht fallen könnte. Wozu brauchst du Zahnpasta? Benutze natürliche Produkte. Nimm einen Käfer und drücke ihn über der Bürste aus. Nein, das ist zu viel. Lasst uns ihre kulinarischen Talente ausprobieren. Die Augen? Das werde ich nicht essen. Aber Fiona kann dich zu allem überreden. Was für eine Art von Magie ist das? Shrek zu sein ist nicht das, wovon Tyler geträumt hat? Jetzt seid ihr definitiv ein perfektes Paar. Oh, ich muss wohl Dinge sehen. Am Ende des Tages ist ein normales Mädchen mit all ihren Fehlern besser als ein fiktiver Charakter. Hat dir dieses Video gefallen? Dann kommentiere es unten und sag uns, welche Version der Freundin die überraschendste war. Wer ist dein Lieblingscharakter? Und vergiss nicht, dieses Video zu liken, abonniere unseren Kanal und klicke auf die Glocke, damit du keine neuen Sketche von Troom Troom Wow verpasst.